Herzlich willkommen zu unserem weiteren MDM-Podcast. Bei mir ist wieder Jörg Hofer von der EMI Schweiz. Er ist verantwortlich für als IT-Architekt für das Stammdatenmanagement. Herzlich willkommen, Jörg. Herzlich willkommen, Bernhard. Liebe Community, herzlich willkommen. Ja, in der vierten Folge geht es darum, den Pfad weiter zu beschreiten, den wir eben gemacht haben, und zu sehen, wie die EMI das Stammdatenmanagementsystem umgesetzt hat über die Zeit. Wir haben so geendet letztes Mal mit der Darstellung der Systemlandschaft 2012. Und wenn wir uns die genauer betrachten, sehen wir jetzt hier im Zentrum, jawohl, ein schönes Stammdatensystem in der Mitte, verteilt die Daten, was sofort auffällt, oh, da wird noch manuell Datenübertragung gemacht, das kann zu Fehlern führen. Aber auch, wir haben draußen zum Beispiel auch mehrere Logistiksysteme, hier rechts, die grünen, oder auch Produktionssysteme, geschuldet der Art, wie die EMI gewachsen ist, aus der ersten Folge. Aber das kann man sich gut vorstellen. Dann wird die Datenverwaltung hier zwar zentralisiert, aber wir haben ja schon gesagt, auch hier fallen Stammdaten an, die dann wiederum unterschiedlich sein können, was nicht unbedingt zielführend ist. Und so hatten wir halt wirklich verschiedenste Probleme. Wir haben Kosten gehabt, die uns über den Kopf gewachsen sind, gerade in der IT, wenn neue Elemente dazugekommen sind, neue Funktionen geschaltet werden mussten, dann war das sehr, sehr komplex. Gerade wenn hier drin etwas geändert wurde, musste man bedenken, passt das jetzt für jedes Warenwirtschaftssystem, für jedes Logistiksystem, für hier diese Systeme. Ja. Und so Größenordnung 2012, das war so um den Dreh rum, haben wir festgestellt, nee, also da müssen wir was tun. Und zwar weniger aus der Betrachtung der Systemlandschaften, sondern vielmehr aus Organisations- und Geschäftsprozessgründen. Das muss besser werden. Stichwort Standardisierung, Harmonisierung ist gefallen in dem Zusammenhang und EMI hat dann das Projekt One ERP gestartet. Es hieß zwar One ERP, aber weniger wegen einem System, sondern eben eine ERP-Lösung, die ganz viel abdeckt und löst. Und das haben wir 2012 gestartet, dieses Projekt. Das zeige ich euch jetzt, wie wir da vorgegangen sind. Wir haben aus Perspektive jetzt natürlich das ganze System ausgeschrieben. Aus Sicht Stammdaten haben wir das bestehende ESDS, unser EMI-Stammdatensystem, ausgeschrieben. Und weil wir wussten, dass wir im Rezeptursystem sehr, sehr viele Stammdaten haben, die wir eben brauchen, auch ein neues RD-System, also Recept Development System, evaluiert. Natürlich das ERP selbst evaluiert, etc. Und sind dann bereits 2014 in der Entwicklung gewesen für Materialwirtschaft, für das ganze Rezeptursystem. Dazu dann auch noch Businesspartner, auch noch weitere Stammdatenelemente in so einer Architektur haben wir mitgenommen, haben die definiert. Das war zu schnell. Und haben dann 2016 SAP MDGM, also das Master Data Governance System von der SAP für Material und das Rezeptursystem live geschaltet. Ihr seht schon, auch hier schon ganz ordentlich Anwender vom ersten Tag an drauf. Ne? Nicht wie zu Beginn erstmal 10 Anwender, sondern da waren schon ordentlich viele Anwender, die eben dann das neue System genutzt haben. Genauso dann das OneERP-Projekt mit den verschiedenen Bereichen Logistik, Vertrieb abgeschlossen 2017 und ESDS dann ausgeschaltet. Das heißt, während der Projektphase haben wir einen Parallelbetrieb eine Zeit lang zwischen alter Welt und neuer Welt. Ziemlich herausfordernd, aber gut organisiert und dann lässt sich das durchaus schaffen. Wir haben dann 2018 uns noch den Luxus geleistet, die ganzen Instandhaltungsartikel für unsere Fabriken auch ins Stammdatensystem zu übernehmen, damit wir auch dort Wartung und Reparaturen vereinfachen können, was Datenpflege betrifft. Und dann 2019 die Anbindung an GS1. Das ist im Prinzip die ganze Möglichkeit, Daten mit unseren Kunden digital auszutauschen. Auch gerade im Lebensmittelbereich einerseits die Publikationsvorschriften, wenn Leute in einem Webshop einkaufen, müssen sie unsere Produkte so lesen können, wie wenn sie sie in der Hand halten würden. Da komme ich dann ein bisschen später noch drauf. Aber diese Anbindung haben wir 2019 geleistet. Und das war jetzt sehr technisch. Wir haben ja von Prozessen standardisieren geredet, aber auch von der Organisation. Und die Organisation hat sich deutlich gewandelt gegenüber der vorherigen Welt. Ist einerseits hier in der Stammdatenwelt größer geworden, weil jetzt eben auch die Rezepturleute, die eben Produkte entwickeln, komplett in diese Community verschmolzen sind. Wir haben uns prozessual aufgestellt, nicht mehr nach reinen Funktionen wie Einkauf und Verkauf. Die gibt es schon noch, aber die Prozesse werden durchgängig betrachtet, ne? Von der Beschaffung bis zum Vertrieb. Das habe ich auch schon in den Eingangsbildern gezeigt, diese Wertschöpfungskette, entlang derer wir uns organisieren. Key Account Manager,
Business Enterprise Architekten. Die haben ja alle eine Rolle gespielt, mit aufgebaut und eben die Organisation hier über Key-User-Organisationen, wie wir das schon vorher gehabt haben. Da erkennt man auch schon, diese Vorarbeit hat uns geholfen, diese Strukturen zu erweitern. Wir mussten die nicht neu aufbauen. Viele Elemente hatten wir, einige haben wir ergänzt, aber es war eben ein Entwicklungsprozess, auch in der Organisation, auch in den Prozessen und nicht ein Kaltstart, was immer sehr viel mühsamer wäre. So, systemlandschaftstechnisch, ja, was haben wir erreicht? Jetzt haben wir hier eben ein ERP, ein zentrales. Wir haben ein Logistiksystem. Wir haben da noch die Zusatzsysteme, HR Suite, Finance System. Aber hier, das ist unsere Warenwirtschaft. Und dazu hin haben wir jetzt eben hier in der Produktdarstellung saubere Rezepturwelt und das MDGM für den gesamten Teil der übergreifenden Materialdaten als System. Und das Schöne, und das sieht man jetzt hier, ist kein Händchen mehr drin. Das heißt, die Daten entstehen hier, werden soweit notwendig an die richtigen Stellen hier im System verteilt. Auch das ganz wichtig, wir geben nicht alle Daten, die hier drin sind, einfach stupid weiter, sondern nur die, die an den verschiedenen Bereichen benötigt werden. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Auf diese Art und Weise hat man auch nicht die Frage, wo steht ein Feld denn drin? Und ist das dieses Quellfeld oder ist das ein redundantes Feld? Weil natürlich gibt es Informationen, die hier entstehen, die ich aber genauso gut hier drin brauche. Aber hier drin ist es nur ein Read-Feld. Also ich kann es nicht bearbeiten. Wenn Fehler auftauchen, da hinten, hat es auch schon gegeben, dann muss die Ursache bekämpft werden. Und das passiert hier vorne zum Beispiel. Wenn Nährwert falsch ist, muss der hier neu gerechnet werden und das Ganze im Update-Verfahren dadurch gegeben wird. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ich einfach die zuverlässigen Quellen habe in dieser Landschaft. So, jetzt könnte man meinen, ist ja alles gemacht, ne? Funktioniert super. Leider nein. Wir haben dann noch eine dritte Etappe und auch eine vierte bekommen. Warum? Wir haben uns dann mal so ein bisschen, als da Ruhe drin war, mal angeguckt, ja, wie entstehen so Rezepturen? Ja, das ist ein ziemlich komplexer Entwicklungsprozess. Und da haben wir festgestellt, au Mist, ne? Da wird munter über E-Mail kommuniziert, hin und her die Daten geschoben und die Menschen haben hier ihre Strukturen, ihre Ablageorte, holen die Daten von überall her, vermischen die, vermengen die, geben die weiter. Und wo wir ganz schlecht waren, die Datenausleitung, hier zum Beispiel in einem Sortimentskatalog, das war alles manuelle Arbeit. Das kann man sich vorstellen, das ist sehr aufwendig, ne? So 7.500 Emmy-Produkte, macht keinen Spaß. Also hat man ein weiteres Projekt gestartet, 2020, das Thema Media Supply Chain oder PIM-DAM-System zur Abbildung des digitalen Zwillings. Denn was wir auch festgestellt haben, uns hat zum Beispiel die gesamte Bildwelt, die an Produkten hängt, und da meine ich jetzt nicht nur Produkt-Asset-Bilder, sondern auch Werbebilder, Videos, die an einem Produkt hängen für Kaffee, Latte oder Ähnlichem, die haben komplett gefehlt. Die waren gar nicht in diesen zentralen Systemen hier, also weder im MDG, noch im ERP, noch im RD. Ja, wir hatten so eine Mediabox, da war das drin, aber die war jetzt wiederum nicht damit sauber verknüpft, respektive über sehr, sehr komplexe Wege. Also, Projekt gestartet, PIM-DAM. Und eine sehr ähnliche Situation haben wir 2 Jahre später im Customer Relationship Management gefunden. Man kann hier die Person genauso lassen. Hier ist dann einfach Kunde und hier sind die Systeme und ein Altsystem, das wir ablösen müssen. Und nach der gleichen Philosophie machen wir jetzt in der vierten Etappe auch die Datenverwaltung für die Kunden mit und kommen jetzt neu in diese Landschaft. Und da sieht man einen ganz wichtigen Punkt. Ich konnte die Elemente, die hier in der Präsentation vorher wären, einfach stehen lassen. Wir haben hier eine Erweiterung vorgenommen. Die Logik, die dahinter steckt im PIM-DAM, passt zu der Logik und zu der Logik. Also wir haben ein Grundkonzept seit 2003, wie Produkte strukturiert werden, wie die Daten dazu sich darstellen, welche Inhalte es gibt. Und was wir gemacht haben, wir haben diese Systeme anhand dieser Basislogik hier aufgebaut und durchgängig vernetzt. Die Materialnummer meines ersten Beispielsmaterials im ESDS ist heute noch die gleiche. Diesen Kaffee Latte Espresso gibt es heute noch. Das heißt also, im Vertrieb hat sich da strukturell gar nichts geändert, obwohl wir heute mit einem PIM-DAM-System arbeiten. Also von dem her ein Riesenfortschritt in der Landschaft, eine Vereinfachung für die Menschen in den Prozessen. Und wir werden auch hier noch eine 5. und 6. Etappe bekommen in der Zukunft. Das bin ich so sicher wie es Amen in der Kirche. Thema KI und Ähnliches. Auch das Unternehmen entwickelt sich weiter durch Akquise. Also es wird uns auch in der Zukunft nicht langweilig. Sehr gut.
Ja, vielen Dank. Also wir machen noch eine weitere Session und da hören wir dann ja, wenn man sich auf so eine Reise begibt, wie gehe ich das Projekt an, wann muss ich das Projekt starten oder wo pflege ich die Stammdaten? Das wird die Zuhörer bestimmt interessieren. Vielen Dank, Jörg. Wir freuen uns auf die nächste Sehr, sehr Session. gerne. Ja. Tschüss.